Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf deinem Kanal Kniescheibe. Mein Name ist Sergio und bei mir dreht sich alles rund ums Thema Haare. Und heute ist der Bart dran. Und zwar präsentiere ich euch dieses schöne Schmuckstück hier. Ob das wirkt oder nicht, das alles gleich. Viel Spaß damit. Im Jahr 2018 entschloss ich mich, eine Haartransplantation zu machen. So reiste ich in die Türkei. Und nach der Haartransplantation hat mir die Klinik dieses Ding hier empfohlen. Das ist Regain, das ist Minoxidil 5%ig. Und es soll gut für den Tonsurbereich sein. Man sollte es über ein Jahr verwenden und dann langsam absetzen. Und jetzt verrate ich euch mein Geheimnis. Ich hatte Probleme mit dem Bartwuchs. Und zwar ist mir nur hier vorne der Bart gewachsen. Nur im vorderen Bereich ist mein Bart gewachsen. Es war nicht irgendein Modegag. Ich hatte keine andere Wahl. An meinem Backen existierte kein Bart. Dann recherchierte ich im Internet, was man dagegen machen könnte. Und Überraschung, das Heilmittel hatte ich zu Hause. So schmierte ich mir das 5%ige Minoxidil ins Gesicht über ein paar Monate lang. Und tatsächlich ging der Bartwuchs los. Hier mal ein paar aktuelle Bilder. Was man immer noch deutlich merkt, es sind noch Lücken vorhanden. Ich musste dann das Minoxidil absetzen aus privaten Gründen. Keine gesundheitlichen Gründe. Und da ich immer noch unzufrieden bin mit meinem Bart und ein bisschen Dichte wünsche und vor allem hier und da und da, okay, hier denke ich, dass es vielleicht nicht zuwachsen müsste, aber jetzt zwischen dem Schnurrbart und dem Backenbart könnte es zuwachsen und vielleicht auch ein bisschen höher wachsen. Das wäre doch mal was. Also so eine Linie, vielleicht übertreibe ich es, weil ich jetzt gerade nicht sehe, was ich hier rumzeige. Aber die Linie wäre doch perfekt. Ihr wisst doch, was ich meine. Und jetzt tragen wir dieses Minoxidil mal ins Gesicht ein. Jetzt zeige ich euch, wie es richtig geht. Da ich jetzt keine andere Möglichkeit habe, nehmen wir mal so ein kleines Spieglein. Das Spieglein kennt der eine oder andere aus einem anderen Video von mir. Also ich komme mal näher. Und zwar mache ich das immer so. Ich gehe her und drücke so einen Strich zum Schnurrbart. Und ich gehe nicht her und tue das dann mit dem Finger verschmieren, sondern mit der Düse hier. Vielleicht sieht man das. Ungefähr 1 Milliliter sollte man verbrauchen für eine Dosis. So, jetzt müsst ihr das ertragen. Vielleicht sehe ich ein bisschen lustig aus. Aber genau dieses Effekt will ich euch weiter vermitteln. Man sollte nicht mit dem Finger drüber reiben, sonst hat man das meiste Zeug auf dem Finger und vor allem nicht mit den gesamten Handflächen. Aber wenn man mit den gesamten Handflächen hier verreibt, hat man das auf der gesamten Haarfläche. Da wird aus dem 0,5 Milliliter, was man pro Seite braucht, vielleicht nur noch 0,3 auf dem Gesicht sein und 0,2 auf den Händen, logischerweise. Ne? Ich gehe mal her und ziehe mir den Strich von da oben nach da unten und mache von Schnurrbart bis in die Mitte. Dann verreibe ich das mit dem Sprüher im Gesicht und mache dann die zweite Seite. Da lasse ich das über 4 bis 5 Stunden einwirken. Klar, die Feuchtigkeit trocknet schneller aus. Doch ihr solltet über 4 Stunden keine anderen Pflegeprodukte mehr im Gesicht benutzen. Vor einer Woche habe ich damit angefangen, um schnellere Ergebnisse für euch zu erzielen. Nächstes Mal benutzen wir dieses Teil hier. Das ist ein Dermoroller und wie die richtige Anwendung ist, zeige ich euch nächstes Mal. Wer seinen Bartwuchs auch steigern will und auch inaktive Follikel reaktivieren will und sich interessiert, wo er sowas herbekommt, ich habe es euch unten in die Beschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.